die Fakten? Die Fakten. Nur die Fakten. Atme ein, konzentrier dich und dann möglichst einfach. Na klar, logisch. Okay, also ich war in einem Kunstmuseum mit meinem Cousin Ignacio, ja? Ausstellung für abstrakten Expressionismus. Ich bin ja mehr der Neokubismus-Typ. Aber da war ein Rothko, der war echt grandios, Bro. Überirdisch. Luis? Du. Okay, entschuldige, ich bin nur... Es ist so aufregend, weißt du? Aber egal, egal. Ignacio sagt zu mir, yo, da war eine süße, heiße Redakteurin im Spot gestern. Echt sowas von mega hammer süß, oberheiß. Und er geht zum Barmann und sagt, guck dir die Kleine mal an. Gecheckt? Die ist echte Oberhammer. Und der Barmann so, ja, die ist echte Oberhammer. Und die Redakteurin sagt zu Ignacio, yo, ich bin hier die Halbgöttin des Guerilla-Journalismus. Und ich hab mega Kontakte aus einer Spitzenquelle, wenn du weißt, was ich meine. Und Ignacio, was, echt? Und sie, ja, aber weißt du, ich kann dir nicht verraten, wer mein Kontakt ist. Er arbeitet bei den Avengers. Oh nein. Ja, und der Kerl klingt nach einem harten Brockenmann. Er taucht bei ihr auf und sagt, yo, ich suche nach diesem neuen Typen, der hier die frischen Moves drauf hat und der krass abgeht wie eine Bombe, alles klar. Kennst du so einen? Und sie sagt, naja, da haben wir eine ganze Menge von. Es gibt einen, der springt, jemand, der schwingt, jemand, der die Wände hochkrabbelt, da musst du schon exakter werden. Und er, ich suche einen Typen, der schrumpfen kann. Und ich, verdammt, ich krieg das flattern, weil dein Geheimnis ist mein Geheimnis, Bro. Ich frag also Ignacio, hat der harte Brocken dem heißen Chick gesagt, sie soll dir sagen, du sollst mir sagen, weil ich dick mit dem Ant-Man bin, dass er dich sucht? Und? Was hat er gesagt? Er hat gesagt, ja!